Hallo, ich bin Josephine Hebling. Und ich bin Nikolas Karanikolas. Und wir sind die Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung 2019. Wir vertreten hier die Stimme der Jugend bei den Vereinten Nationen schon seit 2 Wochen und beraten die deutsche Delegation in Jugendfragen. Heißt, alle Entscheidungen, die hier getroffen werden, müssen auch von der Jugend nochmal kritisch beäugt werden. Und dafür sind wir zuständig. Heißt, wenn Entscheidungen getroffen werden, bringen wir immer wieder die Jugendperspektive ein. Dafür sind wir über 10.000 Kilometer in den letzten 6 Monaten gereist und haben 3.000 Jugendforderungen in 36 Jugendgruppen eingesammelt und wissen jetzt genau, was die Jugend möchte. Und diese Stimme möchten wir jetzt ganz laut bei den Vereinten Nationen vertreten. Liebe Grüße zurück nach Frankfurt und was muss sich im Banksektor ändern? Ich glaube, der Mensch muss wieder zurück in den Fokus rücken. Das heißt, dass es nicht darum geht, wie viel Geld kann ich machen und das auf Kosten von Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen, sondern dass es darum geht, okay, wie können wir Menschen helfen, wie können wir diese Ressourcen nutzen, um was Tolles zu erreichen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Know-how und das Wissen, um wirklich die Welt zu verändern, um extreme Armut zu beenden und das Klima, die Klimakrise zu stoppen. Aber wir tun das nicht und darin müssen wir wieder zurückkehren. Und die Banken haben dafür eine ganz, ganz zentrale Aufgabe.